So, moin moin, Kuso Oskar hier. Ihr seht schon im Hintergrund Musashi im Auktionshaus. Gestern habe ich nichts ahnend YouTube aufgemacht, gesehen. Oh, Tollkühne Kuh hat mal wieder ein Video rausgebracht. Ey, Chef höchstpersönlich, schaue ich mir an. Geil. So, Titel gelesen, direkt im Strahl gekotzt. Ja, Musashi im Auktionshaus. Kurz, Auktionshaus halte ich sowieso nichts von. Eine weitere Maßnahme, um Spielern das Geld aus den Taschen zu ziehen. Ja. Auf alle Fälle jetzt die Musashi, ein T9-Schiff, extrem stark auf T9. OP würde ich sie nicht nennen. OP ist sie dann halt gegen T7 und 8. Also da ist es dann wirklich, da zerfetzt die alles. Muss aber auch die andere Wahrheit sagen, mit einer Turmdrehzeit von über 66 Sekunden ungeskillt, 66 irgendwas geskillt, zwingst du die Musashi, Yamato und wie sie nicht alle heißen, in den Nahkampf, dann rennst du da Runden um diesen kleinen, dicken japanischen Jungen und vermöbelst den mal so richtig. Ist auch egal. Ich kann es absolut gar nicht nachvollziehen, dass WG diesen Schritt geht. Die Musashi ist mehr oder weniger der absolut heilige Gral in diesem Spiel. Auch das hat der Chef da von der Tollkühnen Crew auch schon gesagt. Kann ich so unterschreiben, dass sie dieses Schiff oder generell jetzt anfangen, die seltenen Schiffe im Auktionshaus zu verhökern. Und das ist mir auch relativ egal, ob die dann jetzt nur 50 anbieten. Wir werden es ja in 3 Stunden 39 Minuten sehen. Die dann nun 50 anbieten oder 100 oder was halt wesentlich schlimmer wäre, 500, ist mir da ehrlich gesagt egal. WG, Finger weg von den seltenen Schiffen. Echt. Es gibt Leute, die haben sich das Ding freigespielt, das ist für die ein Tritt in die Eier. Es gibt Leute, die haben sich dieses Schiff über Weihnachtscontainer geholt und da ordentlich Kohle bei euch gelassen. Für die ist das ein Schlag in die Fresse. Und es soll ja auch Leute geben, gerne mal in den Kommentaren, würde mich mal interessieren, wie viele es sind, die haben das Ding vielleicht über einen Supercontainer oder so bekommen. Das ist einfach eine massive Abwertung dieses Schiffs. Mal davon ganz abgesehen, dass wir jetzt schon dieses Problem mit den Abschlachtrunden haben, dass da Leute mit Schiffen um High-Tier rumfahren, die da nichts zu suchen haben, die mit diesen Schiffen nicht umgehen können. Und die dann sagen, ja, dann werde ich halt versenkt. Dann ist das so. Ja. Du Duli. Du versaust aber mit dieser Aktion auch den anderen Spielern da rings um dich herum. Das ganze Match. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Also WG, so langsam ist auch meine Geduld erschöpft, sagen wir mal so. Diese ganze U-Boot-Thematik, ich hoffe, dass ihr das noch hinkriegt. Kann ich auch ein bisschen drüber hinwegsehen. Ich finde es halt nicht so schwierig, die zu bekämpfen, ehrlich gesagt. Die U-Boote selber spielen ist auch easy. Ich würde mir da halt mehr wünschen, dass es schwieriger ist, die Torpedos unterzubringen beim Gegner. Dieses leidige Ping halt einfach weg und dafür schwieriger mit den Torpedos zu treffen. Dafür machen die Dinger dann halt auch ordentlich Schaden, weil sie empfindliche Teile des Schiffs treffen. Hashtag Kiel. Torpedoschutz drunter treffen oder sonstiges, dann finde ich das völlig okay. Das würde dem Ganzen halt auch nochmal so eine taktische Komponente geben bei den U-Booten. Dass die CVs dich dreimal anfliegen können und dich mit Torpedos und Bomben zuscheißen. Auch selbst da mit vielen Augen zukneifen, gehe ich da noch mit. Die Flugzeugträger haben halt einfach mal die Schlachtschiffe und Co. Sag ich mal, ersetzt der mehr oder weniger, beziehungsweise abgelöst. Kann ich irgendwo alles noch verkraften, auch wenn halt der Realismusgrad in diesem Spiel halt, naja, sagen wir mal, recht dürftig ist, aber auch da kann ich drüber hinwegsehen. Aber diese Aktion jetzt einfach nur, um Reibach zu machen, den Leuten das Geld aus den Taschen zu ziehen, dieses Schiff ins Auktionshaus zu bringen. Und ich gehe da sogar noch einen Schritt weiter. Als im besagten Video, ich gehe davon aus, dass dieses Schiff ganz easy für Minimum 70.000 Dublonen weggehen wird. Ganz easy. Es gibt einfach so viele, die dieses Schiff haben wollen. Und das wird den Preis dermaßen nach oben treiben,
ganz, ganz üble Aktion, WG. Das nehme ich euch definitiv übel. Also, da fehlen mir echt die Worte. Mehr habe ich da euch ehrlich gesagt nicht zu sagen. Gibt es auch nicht zu sagen. Schreibt eure Meinung gerne in den Kommentaren. Bleibt dabei oberhalb der Gürtellinie und sauber. Ja. Ganz blöde Aktion von euch. Ich sage an dieser Stelle dann mal ciao, ciao. Wünsche euch schöne Pfingsten und bis bald.